habe ich den Film überhaupt geguckt? Hat mich seine Sexiness geblendet? Ich weiß es nicht. Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch mal wieder die 5 süchtig machendsten Teenie-Filme von Netflix vor. Und zwar romantische Komödien. Wie sollte es anders sein? Filme, über denen unser Herz aufgeht, uns eine Träne übers Gesicht läuft. Und nach denen wir uns einfach nur mit Kuchen vollfressen möchten. Videofrage ist natürlich, was ist dein momentaner Lieblingsfilm? Lass es mich unbedingt in den Kommentaren wissen, denn ich brauche immer neue romantische Inspiration. Ich beginne mal mit dem ersten Film und zwar auf Platz 5 und das ist The Perfect Date. Vielleicht habt ihr diesen Film gesehen, der ist glaube ich seit so circa einer Woche oder so oder vielleicht seit 2 Wochen aktuell auf Netflix und der ist mit dem gleichen Schauspieler wie hier. To All the Boys I've Loved Before, dieser Film mit diesen Liebesbriefen. Auf jeden Fall geht es in dem Film darum, dass, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ich glaube, ich bin älter als der Typ, oder? Na, ist egal. Ich muss mich konzentrieren, der reißt dich zusammen, Anna. Das ist ein Film, bei dem ein junger Mann Geld fürs College sammeln möchte. Also der hat nicht so viel Geld, der möchte nach Yale, glaube ich. Yale? War das Yale? Habe ich den Film überhaupt geguckt? Hat mich seine Sexiness geblendet? Ich weiß es nicht. Jedenfalls möchte er Geld für sein College sammeln und entwickelt eine App, bei der sich Frauen einloggen können, um ihn dann für einen Abend als ihr Date zu mieten. Und das, also, versteht mich nicht falsch, da geht es jetzt um nichts Sexuelles oder so. Also da ist jetzt keine, naja, ich sag mal so Prostituierte oder irgendwas, sondern es geht wirklich einfach nur darum, dass er diese Mädchen zu ihren Veranstaltungen begleitet als ihr Date und eben dafür bezahlt wird. Ob das jetzt irgendwie fraglich ist, darüber können wir ein anderes Mal sprechen. Okay. Aber ich kann euch sagen, dass ich den Film wirklich unterhaltsam fand. Da ist natürlich Romantik mit drin. Ich kann nicht zu viel verraten, denn sonst wisst ihr alles, weil das ist kein super komplizierter Film, denn es handelt sich hierbei um einen Teenie-Film und die sind alle immer sehr leicht gestrickt. Und ja, jedenfalls, der hat mich unterhalten und ich fand ihn echt gut. Deswegen zieht ihn euch rein. Dann kommen wir zu When We First Met. Das ist ein Film, bei dem auch wiederum ein Mann in der Hauptrolle die Frau seiner Träume überzeugen will, mit ihm zusammenzukommen. Er kriegt sozusagen die Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen, zu dem Augenblick, an dem er eben diese Frau zum ersten Mal getroffen hat. Und ja, dann versucht er eben, sie dazu zu bringen, sich für ihn zu entscheiden und nicht für den Typen, den sie heiraten möchte. Ich habe das Ende echt nicht erwartet, das hat mich überrascht und allein deswegen hat der Film es auf jeden Fall hier in meine Top 5 verdient. Das war wie so ein Mix aus 30 über Nacht und was anderem. Anna, der Erklärungsmeister, as always. Dann kommen wir zu einem Film, den ich richtig, richtig gut fand und zwar zu Isn't It Romantic. Da spielt diese, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, aber ihr kennt bestimmt Fat Amy von Pitch Perfect. Die spielt da auf jeden Fall mit und ich finde sie so cool, wirklich. Ich finde, diese Frau ist wunderschön, sie ist so humorvoll, ich finde die einfach nur geil. Und sie spielt da die Hauptrolle und zwar geht es darum, dass sie irgendwann einen Unfall hat und dann ihr Leben eben wie ein romantischer Film abläuft. Und das heißt, sie kriegt viel Aufmerksamkeit und ist plötzlich reich und so Sachen und das ist richtig cool gemacht. Und bei dem Film geht es irgendwie so ein bisschen darum, was zählt wirklich im Leben? Und mit seiner lustigen Art schafft es der Film, dass man irgendwie über das Leben nachdenkt und ich finde, die Schauspielerin macht das einfach richtig gut, macht Spaß zu gucken, ist einfach cool und ja, deswegen Platz Nummer 3. Ich komme zu Platz 2 und der geht an Sierra Burgess is a Loser. Und oh Gott, dieser Film, ich habe so mitgefiebert, Leute. Der Film ist so schön. Bestimmt kennen den schon einige von euch, weil der ist jetzt nicht irgendwie gerade bei Netflix rausgekommen oder so. Und der ist übrigens auch wieder mit dem Schauspieler. Und Isn't It Romantic ist mit dem Schauspieler von When We First Met. Ist euch schon mal aufgefallen, dass voll viele Schauspieler, die Netflix-Filme machen, in voll vielen anderen Netflix-Filmen vorkommen? Auf jeden Fall ist der auch mit dem Schauspieler von To All the Boys I've Loved Before oder oder von A Perfect Date. Und da geht es darum, dass ein... Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich diesen Film beschreiben soll,
ohne irgendwie gemein zu werden oder zu pauschalisieren, aber das hässliche Entlein wird angeschrieben von einem süßen Typen, der hält sie aber für die Abiball-Königin. Boom. Das war gemein, aber so ist das irgendwie. Also der Film spielt schon mit diesen Klischees, muss ich sagen, aber er macht das irgendwie gut. Irgendwie geht es in dem Film dann auch um mehr als nur um Liebe, sondern irgendwie mehr um Freundschaft. Also ich kann ihn euch empfehlen, mein Herz, also der hat mein Herz gepackt und ist in mein Herz gegangen und ich finde den Film echt gut. Platz 1 geht an einen Film, den ich wirklich so cool fand. Ich habe ihn letztens zusammen mit meinem Freund geguckt und er fand ihn auch echt süß und lustig. Und zwar geht es um Set It Up und der Film handelt von zwei Leuten, die in den Mid-20ern sind. Die arbeiten für zwei riesige Büroleute. Die eine ist, glaube ich, Sportreporterin und der andere, keine Ahnung, hat auch ganz viel Kohle. Und es geht um die zwei Leute, die für diese beiden Leute arbeiten und die machen nichts anderes, außer zu arbeiten. Also ihr Leben besteht aus Arbeit, weil ihre Chefs einfach A-Löcher sind. Und dann kommen sie eben auf die Idee, die beiden zu verkuppeln. Mehr will ich nicht verraten, aber der hat mich so gut unterhalten. Ich fand ihn echt cool. Und die junge Frau, die die Hauptrolle spielt, ist einfach so liebevoll. Also man muss den Film mögen, weil die Schauspielerin einfach so süß ist und irgendwie, ja, ich kann ihn euch wirklich empfehlen. Hinterlasst dem Video jetzt einen fetten Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und wenn du einige dieser Filme schon kanntest, dann erst recht. Hier an der Seite findest du natürlich wieder ältere Videos von mir. Hier oben kannst du mich kostenlos abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Ciao!